Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal vorab, im nächsten Monats-Update-Video sage ich ein bisschen was dazu, warum aktuell ein paar Videos weniger kommen, was euch erwartet. Natürlich hat das Ganze einen Grund, auch in Bezug auf weniger Schrauber-Videos, weil ich ja schon angekündigt hatte, wir werden mehr schrauben, aber der Vorlauf von diesen Videos ist einfach ein bisschen länger und ich habe mir ja als großes Ziel gesetzt, dass Limo dieses Jahr auf Essen Motorshow fährt und da bin ich wirklich aktiv jeden Abend dran. Und für den einen oder anderen, der vielleicht etwas vermisst oder darauf wartet, guckt euch das Monatsupdate-Video an, das nächste. Ich habe sogar eins ausgelassen, weil einfach auch aktuell keine Zeit ist, weil wirklich Schrauben, Halle fertig machen und so weiter. Deswegen das nächste Monatsupdate-Video, da geht es auf jeden Fall ein bisschen rund. Da sage ich da so ein paar Sachen zu. Was machen wir in diesem Video heute? Und zwar, ich habe mir überlegt, 3 Monate sind um. Ich bin mit dem Mustang 12.383 Kilometer gefahren. Also ist nicht ganz korrekt. Ob ich die gefahren bin, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben das Auto irgendwie mit 1.000 oder 2.000 Kilometer bekommen. Aber ich war viel mit dem Auto unterwegs. Ich habe das Fahrzeug für 3 Monate von Ford zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt ist der Tag, wo ich es wieder abgeben muss. Und deswegen habe ich mir gedacht, dieses Auto hat es einfach verdient, noch mal kurz ein Resümee darüber zu ziehen. Ich finde, das werde ich auch in die Zukunft umsetzen, dass wenn man so ein Auto testet, wir testen viele Autos auch bei Grip, dann ist es immer die eine Sache, sowas einen Tag zu testen und die andere Sache, sowas über ein paar Wochen und Monate zu testen. Weil ich kann euch sagen, dieses Fahrzeug 3 Monate ausgiebig zu testen, war auf jeden Fall genau richtig. Weil alleine, was ich mit dem Auto alles erlebt habe, wo ich überall vorgefahren bin, egal ob es beim goldenen Lenkrad auf dem Lausitzring, ob es Gripdrehs waren, ob es Abendsveranstaltungen waren, ob es im Freundeskreis irgendwelche Familienveranstaltungen waren, ob es Automessen waren, wir waren wirklich mit dem Fahrzeug überall, wie man an dem Kilometer schon sieht. Das heißt, das Feedback, was ihr jetzt von mir bekommt, ist real, ist echt und genau so sehe ich das auch und genau so stehe ich da definitiv auch hinter. Da kommen wir auch zum allerersten Punkt, was mir an diesem Auto tatsächlich am meisten gefällt, ist die Szene dahinter. Also die Szene dahinter heißt für mich, wie dieses Fahrzeug polarisiert. Bin wirklich mit vielen Autos unterwegs, bin mit vielen Autos schon irgendwo vorgefahren, aber ich sage euch wirklich, kein Spaß, ich habe kein anderes Auto bisher gehabt, wo so ein krasses, positives Erlebnis bei den Zuschauern hintersteckt wie bei diesem Mustang. Ich hätte es selber nicht gedacht. Ich habe so viele Momente, wo die Leute nach einem Foto fragen von dem Auto, als auch der Nachbar rauskommt, ey, ist das der neue Mustang? Man fährt durch die Gegend, die Leute gucken, andere Mustangfahrer grüßen ein. Ist wirklich kein Spaß. Krank, wie stark dann doch in Deutschland diese Mustang-Szene ist oder generell diese US-Car-Szene. Ne? Das gibt mir auch so ein bisschen zu denken, positiv. Vielleicht muss man in der Richtung einfach ein bisschen mehr machen, weil hätte ich niemals gedacht. Also ich hätte eher gedacht, dass die Leute ankommen und sagen, ey, wie fährt denn das Klo? Vorsichtig gesagt. Und solche Sachen, nee, es ist tatsächlich so, wirklich ganz viele Leute kommen wirklich an und sagen, hey, ist das der neue Mustang? Was ist denn da für ein Motor? Oh, sogar ein Schalter. Viele gehen davon aus, dass hier mittlerweile ein 6-Zylinder und das Automatik schlummert. Und wenn du denen dann sagst, nee, 5 Liter V8 Schalter, sind die wirklich hin und weg. Ne? Ich glaube, das hat uns alle echt positiv beeinflusst. Ist wirklich, das kann man auch wirklich mal so ehrlich sagen, ja. weil so viele Autos querbeet, egal ob es Porsche ist, Audi, BMWs und so weiter, das sind halt Autos von der Stange, wie der Mustang auch ein Auto von der Stange ist. Aber wirklich kein Spaß. Das ist definitiv ein Punkt für jemand, der Bock hat auf ein Auto, das polarisiert. Klingt jetzt immer noch irgendwie komisch, weil keiner würde sagen, kauf dir einen neuen Mustang, dann polarisierst du. Aber in dem Fall, wenn ich mir überlege, dass die Kiste auch komplett original ist. Wenn man sich jetzt überlegt, stellt euch mal vor, das Ding wäre ein bisschen auf dem Boden, große Räder, hinten ein Spoiler drauf oder so. Ne? Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, schon krass. Da sind wir beim nächsten Punkt. Welcher Punkt auch definitiv ganz oben bei mir auf der Liste steht, Preis-Leistung. Das Auto, so wie er steht, kostet 60 neu, viel Geld, aber um mal einen Quervergleich zu machen, Golf 8. Nimmst du einen Golf 8 mit einer guten Ausstattung als eher, keine Ahnung, eine Blackline, wie auch immer, kriegst du den für 60, glaube ich, noch nicht mal. Also das ist viel Geld, aber du kriegst auch sehr, sehr viel Auto dafür geboten, finde ich. So, überleg mal, Thema, ich weiß, ist wirklich jetzt das Vorzeigeauto, wenn es um teure Autos geht, TTS. Nimmst du den aktuellen TTS in irgendeiner Sonderedition? Ich habe manche TTS gesehen, die haben, glaube ich, über 100.000 Euro gekostet. Ja. So, und ja, TTS gegenüber Mustang. Ne? Nimmt man einen normalen Elfer, ist jetzt schwer zu vergleichen. Kannst du jetzt wirklich einen normalen Elfer mit Mustang vergleichen? Ja, aber der kostet in der Basis trotzdem das Doppelte.
So, ne? Das heißt, da kriegst du zwei Autos hiervon. Und dann ist es ja auch noch so, ein Ford Mustang wird jetzt mit Sicherheit nicht der Kassenschlager in Deutschland sein. Das heißt, wenn diese Fahrzeuge beim Ford-Händler stehen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man da den einen oder anderen guten Deal noch machen kann. Und somit ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, mir auch mal einen Neuwagen zu gönnen und so ein Auto vielleicht zu bestellen. Unter dem Aspekt, dass ich glaube, dass, also ich sehe das Potenzial in dem Auto sehr groß. Wenn man hier noch zwei, drei Sachen dran macht, alleine, dass er nicht blau ist, sondern schwarz ist, ein bisschen eine Mischung aus matt und glänzend, vielleicht ein bisschen Carbon, ein bisschen Optik, Riesenräder drauf, ein bisschen flacher das Ding. Irgendwie sehe ich auch einen Mustang mit Sturz. Und vielleicht, die Leute würden mich für töten, irgendwie sehe ich auf dem Fahrzeug à la Porsche Cup eine BBS E88-Felge. So ein bisschen Tractor. Aber in voll poliert, so wie die Cup Porsche das hat. Ne? Dann aber mit einer dicken Pelle und ein bisschen Sturz und einer geilen Bremse dahinter. Mhm. So ein bisschen. So sehe ich das Auto irgendwie. Ne? Jetzt kommen wir aber zum ersten Negativaspekt. Ich habe mal ein bisschen geguckt, Thema Wertverlust. Natürlich sind 60.000 Euro viel Geld, im Verhältnis zu einem Neuwagen wenig Geld, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Auto, wenn ich den 3 Jahre fahre, der 60.000 Kilometer danach runter hat, dann müsste ich mich schon zusammenreißen mit dem Fahren. Mhm. Was würde so ein Auto kosten? 35? Ja. Hätte ich jetzt mal so getippt, 30, 35, 40, so würde ich das Auto einschätzen nach 3 Jahren. Klar, man kommt aus Zeiten, da war früher der Wertverlust noch viel, viel höher. So diese typischen Zeiten, die Autos, die jetzt hier ganz oben stehen, die standen beim Händler reihenweise und keiner wollte sie haben. Gerade neulich noch drüber gesprochen, Beetle RSI, die jetzt so teuer geworden sind. Ne? Also da gibt es viele Autos, da würde man sich so einen Wertverlust noch von träumen. Aber ich glaube schon, dass das Thema Wertverlust bei dem Auto dann doch so ist, dass die Mustang-Szene nicht von der Kaufkraft her so krass ist. Also viele Leute interessiert das Fahrzeug, aber wenige sind wirklich dann noch bereit, sich anzukaufen, weil sie halt Angst haben vor Spritverbrauch, Folgekosten und so weiter. Ja, so, nächster Punkt, der mich positiv überrascht hat, ist Thema Zuverlässigkeit. Wir waren auf der Rennstrecke, wir sind quer durch Deutschland geflogen, wir haben mit dem Auto eigentlich alles gemacht und ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Auf der Rennstrecke hat die Bremse funktioniert, das Fahrwerk funktioniert, auf der Autobahn funktioniert ohne Probleme das Auto, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist ein Auto, mit dem man gerne 10.000 Kilometer quer durch Deutschland fährt. Es war kein Moment dabei, wo wir ausgestiegen sind und haben gesagt, ey, boah, jetzt echt mit dem Mustang nach Hause fahren, was ist das denn? Sondern man muss sagen, Sitzposition, Sitze, das ganze Infotainment, also das Auto als Gesamtpaket an sich ist definitiv ein Langstreckenauto. Muss man einfach so sagen, auch wenn es viele nicht glauben werden bei dieser Coupé-Form. Und da kann ich auch wirklich sagen, jetzt nach über 10.000 Kilometer, das kann das Auto auch. Negativ, definitiv zwei Sachen. Die sind auch wirklich für mich in Anführungsstrichen Abturner. Abturner Nummer 1, ich habe keine Ahnung, warum man sowas baut, Getriebeübersetzung. Ihr habt das auch auf dem Video auf der Rennstrecke gesehen. Du fährst quer durch Deutschland, du fährst dieses Auto nur erste, zweite, dritte, vierte Gang. Und hast da noch einen fünften und einen sechsten, wo du dir sagst, wofür? Wofür? Das Auto fährt im vierten Gang in Begrenzer bei 250, der ist ja bei 250 abgeriegelt, hast dann einen fünften und hast dann einen sechsten und im sechsten halbiert sich gefühlt die Drehzahl. Das heißt, der sechste Gang ist tatsächlich so, dass du auch noch nicht mal mehr beschleunigen kannst. Also den sechsten Gang kannst du wirklich nur Autobahn 90 oder 120, amerikanisch 80 Meilen, 90 Meilen, aber dann noch nicht mal irgendwie leicht berghoch beschleunigen, sondern einfach nur rollen lassen. Das geht. Aber mehr auch nicht. Also da finde ich für ein europäisches Auto, also es wird damit zusammenhängen, dass es halt ein amerikanisches Getriebe ist und kein europäisches, da ist Potenzial. So, genauso Potenzial ist hier im Thema Windgeräuschen und generell im Thema Steifigkeit von der Karosse, was Anbauteile angeht. Egal, wen ich auf dem Beifahrersitz mitgenommen habe, wir sind auf der Autobahn 200 gefahren, die hatten alle Angst, dass die Haube offen ist. Die ganze Haube flattert so krass, dass man wirklich denkt, die Haube wäre nicht zu. Genauso ab 200 Windgeräusche, wirklich laut in dem Auto. Jammern auf hohem Niveau. Warum ist das so? Ja, es ist ein amerikanisches Auto, die legen einfach gar keinen Wert drauf. Höchstgeschwindigkeit in Amerika, 90 Meilen. Das sind, ich weiß sogar gar nicht, ob man überhaupt 90 Meilen irgendwo fahren darf in Amerika. Auf jeden Fall, selbst wenn einer mal ein bisschen schneller sein will, dann fährt er vielleicht in Amerika 140 km/h oder so. Mhm. Ja, bei 140 hast du diese ganzen Geräusche nicht. Da du nirgendwo auf der ganzen Welt eigentlich schneller fahren darfst, legt natürlich ein Hersteller wie Ford da jetzt auch nicht so den Fokus drauf, dass das Fahrzeug bei 200 noch möglichst leise ist. Das ist halt einfach German Engineering über Jahre.
Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Klar, ist ja nur hier so. So, nach dem Thema Windgeräusche, ein weiterer Punkt ist Thema Gebläse. Ich bewege mich in diesem ganzen Auto die ganze Zeit bei Gebläse zwischen 1 und 0. Also man muss wirklich das Gebläse ausmachen. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jemand. Es ist entweder bollerwarm im Auto oder eiskalt. Also ich fahre gerne mit Klimaanlage, ich fahre gerne mit Heizung. Aber auch hier kommt das Auto, wenn man schnell fährt, mit dem Fahrtwind nicht zurecht. Meine Vermutung. Meine Vermutung ist einfach, dass auf der Autobahn dieser Windkanal, also Windkanal in Form von der Luftstrom, der in den Innenraum geht, so krass vorgepanscht wird, also vorgedrückt wird, dass auf Stufe 1 es eigentlich für Europa schon zu stark ist. Das heißt, wir haben hier keine arktischen minus 30 Grad, aber auch keine Texas plus 50. Das heißt, wenn ich 200 mit der Kiste fahre, bin ich die ganze Zeit immer entweder auf Stufe 1, dann wird es aber entweder zu kalt oder zu warm, dann gehst du wieder auf 0. Auf 0, jeder kennt es, machst du die Klima und die Belüftung komplett aus, dann wird das Klima in dem Fahrzeug gleich anders. Und so wirklich die ganze Zeit. Also dafür, dass wir hier lüftungstechnisch 7 Stufen haben, ja, weiß ich wirklich nicht, wo einer diese 7 Stufen benutzen soll. Das ist auch so ein Punkt, wo man definitiv merkt, da hätten sich die Europäer auf jeden Fall in Sachen Haptik und Bedienung ein paar Tage länger Gedanken gemacht. Das ist definitiv ein Punkt. Und ein letzter Punkt, eigentlich habe ich noch 2 Punkte, die auf jeden Fall im Innenraum negativ sind, ist eigentlich Thema Verbrauch. Egal wie du mit diesem Auto fährst, du kannst ihn nicht sparsam fahren. Also ich bin wirklich der Letzte, der sich über den Verbrauch beschwert. Aber wir gucken mal. Jetzt zeigt er zur Sekunde nichts an. Keine Ahnung warum. Als wenn er das gerade nicht erfassen kann. Aber auf jeden Fall auf die letzten 740 Kilometer zum Beispiel haben wir schon mal 13,8. Und das bei 61 km/h im Schnitt. So, das heißt, das waren jetzt gerade 740 Kilometer, die so übertrieben gesagt, also 61 km/h ist kein Stadtverkehr. Das ist schon Überland. Also ich behaupte mal, viel sparsamer als 13,8 kann man das Ding fast gar nicht fahren. Leider kann ich euch nicht zeigen, was ich im Schnitt hatte. Ich habe das Auto bewegt. Aber ich glaube, ich bin im Schnitt eher so bei 17, 18, 19 Liter. Definitiv. Wenn da nicht sogar eine 20 steht, wenn man das so sagen darf. Als alter Umwelt-Junkie hier. Ja, es sind 5 Liter V8 und handgeschaltet. Aber ich sag nur, mein RS4 B7, ähnliche Leistung, ähnliches Gewicht, sogar Allrad und Kombi und 15 Jahre älter, den habe ich nicht mit dem Verbrauch so gefahren. Also der hat locker 3-4 Liter weniger verbraucht, bei gleichen Specs, vorsichtig gesagt. Klar, es liegt daran, dass das ein herkömmlicher Einspritzmotor ist, der RS4 B7 V8 Direkteinspritzer. Und genau darüber holt man halt die Effizienz in den Motor. Ne? So, wenn wir jetzt gerade im Innenraum sind, noch ein paar negative Sachen, weil es gibt halt tatsächlich ein paar negative Sachen. Eine Sache ist die Bedienung des Displays. Also was ganz viele zum Beispiel jetzt in dem Moment nicht finden, ist, wenn Nico mit seinem iPhone gerade verbunden ist, angenommen, ich will jetzt einfach nur Radio hören. So, es gibt aber keinen Radioknopf. Das heißt, man überlegt sich jetzt, was mache ich? Das heißt, du kannst nur Folgendes tatsächlich machen. Du klickst oben drauf und musst dann tatsächlich zurück, also du klickst auf Musik, gehst zurück auf Quellen und kannst dann eine andere Quelle auswählen. So, es gibt Autos, da ist das immer so mit der Quelle auswählen, aber man vermisst halt einfach so ein Buttonradio. So Leute, danke fürs Video, ich muss los, der Malle-Bomber landet gerade. Megapark Closing is calling. Also, hier fehlt einfach ein Button zurück aufs Radio, definitiv. Nächster Punkt ist, wir haben uns teilweise 5 Minuten damit beschäftigt, wenn Nico jetzt sein Telefon entverbinden will, es ist die Hölle. Also es ist wirklich kompliziert, sein Telefon in dem Moment da wieder rauszukriegen, wenn ich mich zum Beispiel verbinden will. Und wir haben auch bis heute noch nicht so richtig gerafft, wie es geht. Man muss tatsächlich irgendwie auf Telefonliste. Und jetzt müssten wir hier dein Telefon rausnehmen. Genau, aber hat ja auch nicht funktioniert. Es hat ja erst nach 3 Anläufen funktioniert, wo wir es genauso gemacht haben. Also weil man sieht halt hier schon, Verbindungsoption. Jetzt gerade ist dein Telefon verbunden für Telefonie und für Musik. Und hier kann ich jetzt halt Play machen, das heißt, aktuell spielt nichts ab. Man kann aber auch zum Beispiel nur Telefon oder nur Musik machen. Also das ist so ein bisschen... Also nicht falsch verstehen, das Jammern auf hohem Niveau, weil wenn man verbunden ist, funktioniert ja alles super. Dann alles super, genau. Das ist nur so der Aspekt, 2 Leute im Auto, keine Ahnung, meine Frau genau sagt, neben mir, ey, jetzt will ich Musik anmachen. Und dann während der Fahrt mein Telefon rauszunehmen und das reinzumachen, das ist so ein bisschen für jemanden, der nicht jeden Tag mit dem Auto fährt, ein bisschen komplizierter. So, eine Sache ist noch, ich versuche euch die mal zu demonstrieren. Wir kommen jetzt an, parken, machen wie bei jedem anderen Auto
Motor aus, Zündung aus und die Tür auf. Dieses Geräusch hat mich so dermaßen die letzten 3 Monate begleitet, weil wir haben eine vollelektrische Handbremse und er will unbedingt, dass ich die Handbremse anziehe. Da verstehe ich nicht, warum man das nicht wie bei europäischen Herstellern so gemacht hat, dass er beim Parken die Handbremse automatisch anzieht. So, ne? Weil es ist wirklich jedes Mal macht ding, 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 ding und das ist halt schon. Und die nächste Sache ist, Alarmanlage, Bewegungsmelder ausschalten. Habe ich auch keine Möglichkeit gefunden, wie man diese Voreinstellung wegnimmt. Das heißt, wenn man jemand ist, der so einen inneren Monk hat, dass da keine Fehlermeldung sein soll vorm Ausschalten, bist du wirklich dabei, Handbremse ziehen, hier nochmal drücken, da nochmal drücken, da nochmal drücken, bis du endlich die Tür zumachst. Ne? Das ist auch was ich ein bisschen als negativ sehe. Jetzt gehen wir mal einmal nach draußen und gucken uns mal draußen ein paar positive Sachen an. Ein ganz entscheidender negativer Aspekt, wo man sich über Jahre bei den Autos einfach dran gewöhnt, keine Parktronik vorne. Es gibt für dieses Auto vorne keine Parktronik. Man hat eine unendlich lange Schnauze und kommt sich jedes Mal beim Einparken vor wie der letzte Fahranfänger, weil man hat wirklich eine hochauflösende Rückfahrkamera, was für mich definitiv ein Pluspunkt von dem Auto ist, weil die ist wirklich gut, aber es gibt keine Möglichkeit, eine Parktronik vorne ranzumachen. Ob man jetzt eine Kamera vorne braucht oder nicht, ist die eine Sache, aber zumindest so ein bisschen Abstand, weil guckt mal, man sitzt hier, also das sind 2,5 Meter bis zur Front und dann auch noch, ihr seht ja vom Innenraum logischerweise nur bis zur höchsten Stelle, da ist schon wirklich ein bisschen ja, Intuition gefragt, dass Einparken funktioniert. Positiv allerdings, was mich wirklich überzeugt hat, Thema Licht, für mich extrem wichtig, weil ich auch viel im Dunkeln fahre. Natürlich ist es jetzt kein LED-Matrix, selbstausblendendes Licht, wie auch immer. Da geht immer mehr, aber für ein Serienlicht muss ich wirklich sagen, dass sobald ich ein anderes Auto in dieser Zeit mal gefahren bin, das Licht nachts einfach, kann man wirklich sagen, einfach gut ist. Also ich finde definitiv für den Preis das Licht bei diesem Auto hervorragend. So, und ein Punkt, der mir und allen anderen wirklich dauerhaft ein Grinsen bereitet hat, ist Thema Sound. Geil ist übrigens, wie man mittlerweile meine Auspufffärbung sieht, ne? Ja, schön gold geworden. Ja, aber nur das Rohr. Ja. Also das muss mit der Klappe zusammenhängen, dass wenn die Klappe auf ist, Autobahn, der geht hier alles durch. Thema Sound, muss ich wirklich sagen, hat Ford ihre Hausaufgaben wirklich genau richtig gemacht. Die Mustang-Fahrer wollen genau sowas. Es ist ein dumpfer, fast teilweise schon zu laut, weil man kriegt das Auto nicht richtig leise. Das heißt, mal eben in der Nachbarschaft morgens leise wegfahren geht nicht, weil jeder Kaltstart ist einfach laut. Ich finde es geil. Ich weiß, die Mustang-Fahrer finden es geil. Und da muss ich wirklich sagen, zu heutigen Zeiten finde ich schon, dass man das positiv hervorheben muss, weil es ist aber geil. 10 von 10, echt. Ja, 10 von 10 vielleicht nicht, aber schon. Doch, finde ich schon. Weil welches Serienauto, auch in dem Preissegment, klingt denn so? Und neuer Auspuff. Gib dem Auspuff erstmal 100.000 Kilometer, dann ist das soundtechnisch auch nochmal eine andere Liga. Ne? Ja. Deswegen, das waren meine Highlights und meine Negativaspekte von dem Fahrzeug. In Summe hat mich das Auto definitiv überzeugt. Vielen, vielen Dank nochmal an Ford, dass ich 3 Monate so einen neuen Mustang testen durfte. Der Reiz bei mir, den GTD zu fahren, ist jetzt ungefähr ganz da oben. Also es muss irgendwie machbar sein, mal so einen GTD zu fahren. Ich habe neulich bei YouTube schon das erste Video gefunden, wie sie da mit Nordschleife gefahren sind. Gibt noch keinen offiziellen Rekord, aber es sah gut aus, ne? Und ganz ehrlich, Leute, ich zeige es euch noch mal einmal. Jetzt, wo ich länger drauf geguckt habe, ich persönlich finde auch gerade den Anblick von hier. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich kann deswegen nur sagen, Ford alles richtig gemacht. Mich hat schon definitiv in der Zeit überzeugt. Das ist jetzt hier ein bisschen, natürlich ein bisschen werbelastig und positiv, aber ich glaube, nach 3 Monaten und über 10.000 Kilometer kann man das definitiv sagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Ford Autohaus an der Ecke zu haben, zieht euch so ein Ding mal irgendwie für ein paar Stunden, macht mal eine Probefahrt, geht bestimmt. Ich denke, für den einen oder anderen könnte das definitiv eine Alternative sein. Achso, ja, und natürlich, ich freue mich drauf, nächstes Jahr Le Mans. 24-Stunden-Rennen, da dürfen wir mit Sicherheit mal hinter die Kulissen schnuppern, weil ich bin wirklich gespannt, wenn man jetzt dagegen das Rennauto sieht, was da so alles drin umgebaut wurde. Ne?
Tschüss, danke fürs Zuschauen und vielleicht viel Spaß mit eurem Mustang.